Och Gott, ist das putzig. Wir haben hier auch wieder... Ich weiß nicht, ob wir schon mehr Truppen haben. Nee. Haben wir jetzt hinter uns. Haben wir schon gemacht. Nochmal will ich das jetzt eigentlich nicht machen. Eine strafende Platinaxt. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal durch die Windschlangenklippen zu rennen. Auch wenn ich weiß, da ist noch eine Region, in der wir jetzt vom Level her ziemlich passend wären. Erstmal will ich mit Tante Martha quatschen. Konnichiwa. Ihr kommt wirklich oft vorbei. Was kann ich heute für euch tun? Konnichiwa. Ich hätte eine Bitte an Sie. Tante Martha, möchten Sie nicht in unser Königreich kommen? Wir bräuchten jemanden, der sich mit Gnuffis auskennt. Oder? Ihr wollt mich, alte Frau, zu euch nehmen? Möchten Sie nicht? Doch, sicher. Hier ist es recht gefährlich geworden und ich helfe euch gerne, wenn ich kann. Arigato. Danke. Allerdings, mir wurde etwas Wichtiges gestohlen. Mhm. Oh, was denn? Chotto. Die Bürste für meine meinen Gnuffpott. Sie ist etwas ganz Besonderes. Die sogenannte Wunderbürste kann nämlich Schmutz im Pott um Hand umdrehen entfernen. Ohne den Gnuffpott gibt es auch keine Gnuffis, also brauche ich diese Bürste dringend zurück. Die Gnuffis entstehen also in einem Topf. Wissen Sie denn, wer der Dieb ist? Madake. Das waren die ungezogenen Chinkillas in der Gegend. Ich brauche die Bürste wirklich so schnell, wie es wieder geht. Los. Ich verstehe, wir holen sie zurück. Mm. Sie haben ihren Bau in der Wimmergrotte. Ich zähle auf dich. Wenn du die Bürste zurückholst, komme ich wie versprochen mit in dein Königreich und helfe dir. Aha, Auftrag entgegengenommen. Moment. Ein paar Chinkillas haben Tante Marthas wichtige Wunderbürste gestohlen und verstecken sie nun in der Wimmergrotte. Tante Martha braucht die Bürste dringend, um den Gnuffpott sauber zu halten. Wenn sie die Bürste zurückbekäme, wäre sie bereit, nach Minneapolis zu kommen. Ja. Ja, dass Gnuffis aus dem Topf sind, ne? Einmal Gnuffi, einen Topf bitte. Aber wir wollten ja das letzte Mal hier schon da hochgehen und mal gucken, ob wir den Großen da nicht platt kriegen, ne? Ich weiß noch nicht, welcher Level der hatte. Deswegen... Nein, ich will nicht laden. Das war jetzt eigentlich alles Vorgeplänkel. Bis Kapitel 4 hast du nur einen Bruchteil dessen, was du eigentlich haben könntest. Wie viel Kapitel hat denn das Spiel? Kapitel 50. Ich glaube, das machen wir später. Viel später. Schön, dass wir hier jetzt ganz entspannt durchlaufen können, ohne gleich eine Menge Chinkillas am Hals zu haben. Verdammt nochmal, ich muss wieder den ganzen Weg zurück. Ich weiß, ich kann sehr schrecklich singen, wenn ich will. Hier müssen wir irgendwann auch noch durch mit den Truppen.
gut, dass wir schon in der Wimmergrotte waren und schon wissen, was uns da erwartet. So, hier mal Daumen. Und was wir alles auf der Weltkarte finden, ist absolut erstaunlich. Da, das müssen die Chinchillas sein, die diese Wunderbürste geklaut haben. Die schnappen wir uns. Von da auf einmal sind sie Stufe 20. Was? Du hältst Wunderbürste. Yes. Da haben wir die Wunderbürste. Bringen wir sie zu Tante Martha. 100 Punkte. No! Wie, was und vor allem wer? Evan, kennst du die? Mm. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe deinen Kampf beobachtet. Deine Stärke ist genau das Talent, nach dem ich suche. Bitte hör mir zu. Die Professorin hat eine wichtige Aufgabe für dich. Das wird lästig. Ich hab's in den Zehenspitzen. Moment. Ich will hier erstmal fertig plündern. Anno. Sag mal, wer bist du überhaupt? Ara. Ich bin Professor Tramile. Du bist ja ganz schön vertrauensselig, dich einfach mit einer wildfremden Person einzulassen. Hä? Hä, wie? Aber du warst es doch, die etwas von mir wollte. Nee. Keine Widerworte, sonst gibt es Punktabzug. Hier, nimm. Den wirst du brauchen. Traumschlüssel? Was ist das für ein Schlüssel? Nee. Hast du schon einmal sogenannte Traumportale gehört, die man in verschiedenen Orten der Welt finden kann? Diese Portale werden von einer mysteriösen Kraft geschlossen gehalten und niemand weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Aber es wird sich nun ändern, denn ich, Professor Trami, habe es geschafft, einen Schlüssel für die Tore anzufertigen. Das war bestimmt nicht einfach. Natürlich nicht, aber ich bin eben genial. Ich werde mir am liebsten selbst 100 Punkte dafür geben. Aber wie du sicher schon gedacht hast, bin ich nur aus einem Grund hier. Weil es im Innern dieser Höhle ein Traumportal gibt. Und leider gibt es da ein kleines Problem, das ich bisher noch nicht lösen konnte. Naja. Was gibt's dann auch? Ich bin natürlich unglaublich talentiert und habe Expertise in zahllosen Fachbereichen, aber leider gehört bewaffneter Kampf nicht dazu. Aber zum Glück hat sich dieses Problem soeben in Luft aufgelöst, denn ich habe einen Assistenten gefunden, der mich bei meiner Forschung unterstützt. Hey, du. Das freut mich für dich. Ey. Und dieser Assistent bist du. Bitte? Nee. Keine Widerworte. Ich habe gesagt, 10 Minuspunkte. Naja. Ey, weißt du, du hast mit deinen Punkten, was du mit deinen Punkten machen kannst. Was für eine ungehobelte Ausdrucksweise. Hast du schon vergessen, wen du feuerst? Du solltest dich geehrt fühlen, an so einem historischen Ereignis teilhaben zu dürfen. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Aber ich muss sagen, diese Minuspunkte machen mich irgendwie nervös. Ey. Können wir jetzt bitte weitermachen? Hinter dem Traumportal müssten sich 9 sogenannte Traumfragmente befinden. Es ist eure Aufgabe, sie sicherzustellen. So viele? Wenn ihr mir alle bringt, springt vielleicht sogar ein paar Bonuspunkte für euch raus. Also gebt euch Mühe. Ich werde inzwischen nach Goldorado zurückkehren. Wenn ihr die 9 Traumfragmente gefunden habt, liefert sie bitte bei mir ab. Da ich in Goldorado ziemlich viel zu tun habe, werde ich wohl noch eine ganze Weile dort sein. Ihr könnt euch also so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Ich zähle auf euch. Adieu. Traumportale, ha? Ich wusste doch, dass das wieder in Arbeit für uns ausartet. Und ich habe so meine Zweifel, ob die Bonuspunkte wirklich wert sind, ob sie wirklich wert sind. Ich habe keine Ahnung, was das mit den Punkten soll, aber die Sache mit den Traumportalen klingt schon interessant. Von mir aus können wir uns das schon mal ansehen, aber vergiss nicht, wir müssen Tante Martha noch ihre Wunderbürste bringen. Auftrag angenommen. Mit Tante Marthas Wunderbürste in der Tasche will Evan gerade den Rückweg antreten, als eine dubiose Frau ihm einen Schlüssel überreicht.
der die überall auf der Welt versteckten Traumportale öffnen kann und beauftragt ihn, die dahinter verborgenen Traumfragmente für sie zu finden. Ja, nimm mal. Gucken wir mal. Ist jetzt die Frage, sind es 9 Portale und hinter jedem ist einer oder ist es sind schon mal 9 hinter einem Portal? Wenn ich das nur wüsste. Speichern wir erstmal. So. Dahinter? Du kannst dahinter nicht speichern. Ja, okay, schauen wir uns das mal an. Kann ja auch sein, dass es viel zu hoch ist für uns. Gefahrniveau 1%. Aha. Ein unerklärliches Phänomen sind die Traumräume, von denen einer sich hinter jeder der sogenannten Traumportale verbirgt. Was sich dort erwartet, niemand weiß es genau. Traumräume erkennen die Anwesenheit von Bewohnern der Welt draußen und reagieren mit einer Abwehrreaktion, bei der das Gefahrenniveau angehoben wird. Eine Gefahrenleiste fühlt sich bei Anwesenheit stetig und dadurch allerlei... Was? Und dadurch allerlei Vorkommnisse noch schneller. Wenn sie bis zum Anschlag gefüllt ist, steigt das Gefahrenniveau um 1. Aha. Steigt das Gefahrenniveau, steigt das Level der Monster, was zu deutlich gefährlichen Gegnern macht. Behalte die Gefahrenleiste stets im Auge. Durch das Besiegen von Monstern in einem Traumraum erhältst du Traumkugeln. Opferst du diese Traumkugeln in der Stadt, sinkt das Gefahrenniveau. Allerdings steigt die Anzahl der zu opfernden Kugeln mit jedem Opfer, das du erbringst. Du wirst gelegentlich auf andere Besucher der Traumräume treffen, die dir eine Senkung des Gefahrenniveaus oder auch Traumkugeln anbieten. Allerdings verlangen sie etwas dafür. Auf der letzten Ebene erwartet dich jeweils ein besonders mächtiger Gegner. Erst wenn dieser besiegt wird, gilt der Traumraum als erobert. Traumräume sind auf der ganzen Welt zu finden. Kannst du sie alle erobern? Ach du Schande. Okay. Dann sollten wir uns mal besser auf den Weg machen, ne? Nico, komm! Okay, und jetzt? Wie komme ich denn hier jetzt weiter? Möchtest du zur nächsten Ebene weitergehen oder möchtest du zur nächsten Ebene? Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Tür finden, ne? Gambaro, ne? Ja, das ist gut. Ich will einfach weiter. Da ist das Portal. Moment, hier ist noch ein Gnuffi. Oh! 8 Kugeln haben wir gekriegt. Das Portal verheißt nichts Gutes. Es fühlt sich an, als würde ein fürchtliches Monster darunter lauern. Auf. Fürchterliche Monster schrecken uns nicht, solange sie uns nicht den Garaus machen. Ja. Wir können dahinter nicht speichern. Ja, alles klar. Hey!
schießt er hin? Ja, komm, wir haben den Fass. Tja, Traumraum erobert. Du erhältst das rote Traumfragment. Okay. Damit hätten wir dann die Ebene erobert. Ein paar dichte Slipper. War da hinten etwas? Nee. Aber hier. Das stimmt ja, man kann ja warten, verdammt. Okay, die Kugeln hätte ich mir auch sparen können. Aber gut. Möchtest du dieses letzte Portal durchschreiten und zu den Traumraum entkommen? Raus da! Hui. Du hast alle eben erobert und bist unbeschadet entkommen. Ja. Und wahrscheinlich sind jetzt alle Monster da vorne wieder da, ne? Oh nein. Ja, doch. Ich möchte gerne speichern. Aber ich möchte eine andere Aufgabe auswählen. Tante Martas Wunderbürste. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Frau Professorin auch nur für unser Königreich gewinnen können. Jetzt weiß ich aber, was für ein spezieller Ort notwendig ist, um die Gnuffis aufzuleveln. Das ist 100%ig die Gnuffi-Küche. Du übergibst die Wunderbürste. Arigato, ne? Vielen Dank. Damit wird der Knuffpott blitzblank. So gibt's wieder viele neue, muntere Knuffis. Alles klar, meine Kleinen. Ihr passt in meiner Abwesenheit auf das Haus auf, ja? Jep, jep. Dann brechen wir mal wie besprochen auf. Spezialauftrag, Errungenschaft freigeschalten. Tante Martha folgt dir nach Minneapolis. Donnerwetter, ist das dein Schloss? Da hast du dir ja ein schönes Plätzchen ausgesucht, mein Junge. Freut mich, dass es dir gefällt, Tante Martha. Und vielen Dank noch einmal, dass du uns hilfst. Ah. Aber mit Vergnügen. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Yes. Vergiss nicht, wenn du Tante Martha eine Aufgabe zuteilen willst, befiehl dies von deinem Thron aus mit dem
mit der Ada Königreich aufbauen. Soleja, ne? Dann will ich allen mal Hallöchen sagen gehen. Wenn du eine Aufgabe für mich hast, lass es mich wissen, ja? Ich finde die toll. Na? Es gibt noch etwas anderes, was wir besprechen müssen. Wenn du etwas Zeit entbehren kannst, sag mir Bescheid. Verstanden. Errungenschaft freigeschaltet, Talentsucher. Dann wollen wir die Knuffi-Küche mal in Gang bringen hier. Knuffi-Kunde 1. Talent mit totale Gnophilie. Was ist das? Platz für Monsterjäger Camp 1? Platz für Hofmu? Platz für Hobbyfeld? Pfadfinderhütte? Bergarbeiterstation? Kaserne? Was? Pennys Markt? Ja, dann machen wir doch. Ja, das ist Pennys. Dosenfischmarkt. Gemütlicher Bazar. Restaurant Delikatz. Schreinerei, Kastania, was haben wir hier? Mieterlabor, Medizin und Kampfbeuter. Pulsholz, Pizza und Harzer, kauft Essbares. Aha. Unten steht auch, was es produziert, habe ich gar nicht gesehen. Militäreinsätze. Das brauchen wir noch. Haben wir da eigentlich jemanden? Was brauchen wir denn da? Einen, der mit Krawall ganz gut kann. Ja, brauchen wir später. Bergarbeiterstation. Pfadfinder. Die zwei würde ich hier gerne noch machen. Ich habe aber langsam kein Geld mehr. Na. Das war nicht viel. Aber es ist Shanti. Ach, kann mit Knuffis. Genau wie ne. Ja, Leute. In dem Fall. Verdammt. Wir bräuchten eigentlich eine Küche oder sowas. Ach ja, das Restaurant Delikatz für den anderen, ne? Talent Kochkünstler. Kostet der Bazar 240. Ich will im Moment, was kann man hier? Talente zuweisen. Nee. Wir können aber vielleicht mal was noch fast erforschen. Na, Kampf auf 2, da haben wir nicht genug Kronen für. Okay. Schon beschleunigen. Hm? 10% nur. Dann brechen wir die Forschung für den Moment ab. Und
Halt. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Hocken nur dazu und wir hocken. Gräberstimmung. Das wird mit dem Bergarbeiter. Okay. Wäre eigentlich für Schreinerei und Bergbauarbeiter besser. Aber die kann ich ja jetzt noch nicht machen. So. Ich baue jetzt einfach mal hier wild drauf los. Die Schreinerei machen wir auch noch. So. Roland will ja noch was von uns, aber ich werde jetzt abspeichern. Für heute war das wirklich genug. Remy, was machst du denn? Ui! Ich bin doch nicht der Obergnuffi, ich bin total kein Gnuffi. Aber ich gebe zu, die Gelben sehen mir schon ein bisschen ähnlich. Neue Gnuffis zu machen ist ein bisschen wie kochen, findest du nicht? Und wenn man die Suppe versalzt, kommt ein Remi-Bar raus. Das war aber auch ein bisschen gemein. Möchte ich speichern? Ja. Und ich möchte damit erstmal eine Pause einlegen für diese Aufnahmesession. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge und in der nächsten Session werden wir uns dann mal weiter den kleinen und den großen Problemen einer neuen Nation widmen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!